Andenken, Querdenken, Vordenken. Die Videopodcast-Laudatio für alle, die weiterdenken. Wir müssen daher ganz aktiv an der Verbesserung skeptischer vorgehen. Was mich immer fasziniert hat, war sein unergründlicher Optimismus. Die größte Gefahr in der Demokratie, das sind diese ewig grummelnden, pessimistischen Philosophen, die den Jungen einreden, dass wir in einer schlechten Welt leben, dass wir dem Untergang geweiht sind, dass alles wie auf einer schiefen Ebene immer hinuntergeht. Und diese Untergangspropheten erleben wir ja auch heute gerade wieder. Wir müssen daher ganz aktiv an der Verbesserung unserer Zukunft arbeiten. Und es ist möglich. Der Vorzug der Demokratie ist, dass ihre Fehler korrigierbar sind, dass Fortschritt über Fehlschritte möglich ist. Das ist ganz entscheidend, dass wir lernen, dass auch das, was wir heute denken, möglicherweise morgen durch eine bessere Theorie, eine bessere Weltanschauung, Anschauung von der Welt und der Gesellschaft korrigiert oder verbessert werden kann. Karl Popper hat gesagt, der größte Vorteil der Demokratie ist eben, dass man Regierungen ohne Schüsse, ohne Gewalt, ohne Revolution wieder abwählen kann. Die Demokratie wird zu oft eigentlich als selbstverständlich genommen und erst in manchen Krisen, kritischen Situationen beginnt man zu begreifen, was es heißt. Und Angela Merkel hat das auch zu Recht gesagt, hat darauf hingewiesen, dass vieles, was hier notwendig gewesen ist, aus gesundheitspolitischer, hygienischer Verantwortung, das war eine demokratische Zumutung. Die Einschränkung demokratischer Freiheiten, Versammlungsfreiheit, zusammenkommen können. Das kann immer nur befristet sein, muss kontrolliert bleiben von den Parlamenten, auch wenn jetzt die Stunde der Exekutive eine Zeit lang geschlagen hat. Wir müssen für die Freiheit planen und nicht für die Sicherheit. Wer zu viel an Sicherheit will, gefährdet existenziell eigentlich die Freiheit. Nicht, dass Sicherheit nicht ein Grundbedürfnis des Menschen ist, das ist klar. Aber wer eben diese Sicherheit verabsolutiert, der kann unter Umständen die Freiheit existenziell gefährden und unterminieren. Die Weltverbesserer sind die eigentlichen Feinde einer offenen Gesellschaft. An sich ist nichts zu sagen gegen die Verbesserung der Welt. Das ist ja auch Poppers Idee. Wogegen er sich wendet, ist der Reinheitsanspruch, der Totalitätsanspruch. Popper wörtlich, die den Himmel auf Erden schaffen wollten, haben sehr oft die Hölle auf Erden geschaffen. Einfach die Art und Weise zu denken, dass man nichts als gegeben annimmt. Popper hat immer gesagt, ganz im Gegensatz zu Ben Akiba, alles schon da gewesen. Nichts ist schon da gewesen. Nichts ist sicher, aber alles ist möglich. Und diese Welt ist eben nicht eine Welt der Bestätigung von Wahrheiten, sondern eigentlich eine Widerlegung von Irrtümern. Für ihn ist Leben ein skeptischer Vorgang. Das griechische Skeptein heißt ja suchen oder aus der räumlichen Distanz etwas überprüfen. Das heißt, dieses ständige Suchen, dieses neugierige, aktive etwas überprüfen, ob stimmt oder nicht stimmt, das macht uns eigentlich aus, das macht den Menschen aus, seine Denkfähigkeit, seine Ideen. Und Popper sagt auch immer, der wichtigste Besitz, den die Menschen haben, der wichtigste Schatz sind die Ideen. Und wir haben nie genug Ideen, nie aufhören nachzudenken, nie sich mit dem zufrieden geben, was ist. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht.